Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter an diesem Mittwoch. Ja, auch wenn man das sich vielleicht heute noch nicht so richtig vorstellen kann, es stehen uns jetzt ein paar sehr warme bzw. heiße Hochsommertage ins Haus. Ja, es gibt so Richtung Freitag, Samstag einen richtigen Hitzepeak, aber wie es so ist bei uns in diesem mitteleuropäischen Sommer, das wird dann schon relativ schnell wieder von Gewittern ab Samstagabend dann beendet. Da kann es auch mal wieder richtig ordentlich krachen. Ja, und damit ist es dann auch in den weiteren Verlauf mit der großen Wärme und Hitze dann auch schon wieder wahrscheinlich vorbei. Darauf werden wir schauen. Zunächst möchte ich euch mal mitnehmen nochmal, zumindest gedanklich, ans Mittelmeer. Da fahren viele hin, da ist es schön, aber da ist es halt auch sehr warm bzw. heiß. Große Hitze da schon tagsüber immer mit Temperaturen von deutlich über 30 bis knapp an die 40 Grad. Und auch die Nächte sind halt sehr warm. Wir gucken mal drauf heute Morgen auf so ein paar Temperaturen. Ich habe mal so fokussiert auf die kroatische Adriaküste geschaut. Und wenn wir uns hier mal die Temperaturen anschauen, das ist schon sehr, sehr warm dort. Ich habe so ein paar Städte mal eingekreist. Hier Dubrovnik, eine Station mit um die 28 Grad. Split 29 bzw. 30 Grad heute Morgen um 5 Uhr. Triest noch in Italien 28 Grad. Ja, also da kann man wirklich nicht, da kühlt es nachts nicht ab. Da kann man wahrscheinlich auch wirklich nicht allzu gut schlafen. Dazu das Ganze direkt am Mittelmeer, auch sehr schwül. Ja, und wie gesagt, tagsüber dann schon die große Hitze. Und wir haben vor ein paar Tagen ja schon mal drauf geschaut, auch die Wassertemperaturen, gerade dort in der Adria, auf Rekordniveau. Dort liegen die Temperaturen bei 30 Grad. Also das muss man wissen, wenn man dorthin fährt, es ist schön, aber es ist halt auch verdammt heiß und das vor allen Dingen dann in Zeiten des Klimawandels. Ja, es gab auch gestern wieder Gewitter. Ich will euch noch mal ein paar Fotos zeigen. Bei uns noch mal im Norden und Nordosten hat es noch mal ordentlich gekracht. Wie auch zum Beispiel ein Gewitter, was durch Wolfsburg hinweggezogen ist. Hier ein Foto von Markus. Ja, und dann gab es auch noch mal eine ordentliche Gewitterlinie, wie auch gestern Morgen angekündigt, im Nordosten. Ist über Mecklenburg-Vorpommern hinweggezogen, hat Rostock erwischt und auch dann über Rügen abgezogen. Und hier auch noch mal eine schöne Aufnahme von Dennis. Ja, gucken wir noch mal kurz auf den heutigen Mittwoch. Da ist es erstmal noch nichts mit großer Hitze oder Hochsommer. Ja, alles noch ein bisschen gedämpfter für die, die die Hitze nicht so gerne haben. Noch mal einen Tag zum Durchschnaufen, gerade im Norden des Landes. Ja, dazu gibt es allerdings hier auch noch mal relativ viele Wolken. Kann noch mal den einen oder anderen Schauer geben. Sonne tut sich insgesamt noch relativ schwer. So zum Nachmittag, Abend werden die Auflockerungen dann größer werden. Auch im Süden und Südosten Bayerns noch relativ wolkenreich das Ganze. Vielleicht hier in den Alpen auch noch mal ein paar Tropfen, kurzer Schauer. Am freundlichsten wird es so in einem Streifen vom Südwesten, von Frankreich her, über die südliche Mitte in etwa bis nach Sachsen. Hier haben wir auch die höchsten Temperaturen. Hier schaffen wir auch schon wieder Werte von über 25 Grad. Sonst geht es im Vergleich zu gestern mal so ein bisschen runter. Wie gesagt, gerade im Norden, naja, alles gedämpft bei gerade mal so 19 bis 23 Grad. Schauen wir auf die kommende Nacht. Da ist es so, die möglichen Schauer des Tages lassen nach. Dann ist es eigentlich verbreitet trocken, häufig leicht bewölkt oder klar. Vielleicht so anfangs noch im Norden mal ein bisschen wolkiger. Hier kann sich dann später auch in der feuchten Luft nach den Schauern auch stellenweise mal Nebel bilden. Ansonsten wird es nochmal eine kühle Nacht. Kann man nochmal ganz gut durchlüften mit Werten so von 15 bis teilweise 10 Grad. Die niedrigsten Werte gibt es so im norddeutschen Tiefland bzw. so im nördlichen Mittelgebirgsraum. Ja, jetzt gucken wir auf den Freitag, schauen mal auf die Wetterlage und wir haben es jetzt erstmal noch mit Hochdruckeinfluss zu tun. Das wird das Wetter beruhigen und damit wird auch jetzt ein paar sehr freundliche Hochsommertage uns einstellen. Ein Hochdruckgebiet, das liegt am Freitag schon so Richtung Nordseeküste, Richtung Polen. Das wandert jetzt in den nächsten Tagen so über uns hinweg, so allmählich Richtung Nordosten. Und damit dreht die Höhenströmung wieder mehr auf Südwest und es erreichen uns halt immer wärmere bzw. heißere Luftmassen. Wir gucken kurz auf den Donnerstag und den Freitag. Ich hoffe, wir schaffen das relativ kurz. Ich versuche es zumindest. Es erwarten uns halt zwei Hochsommertage, trockene Hochsommertage mit viel Sonne. Am Donnerstag vielleicht noch mal so im Norden und Nordwesten ein bisschen wolkiger. Aber auch hier wird sich die Sonne gut durchsetzen. Ansonsten gibt es viel Sonne. Nachmittags kommen mal ein paar Quellwolken dazu. Und wir sehen schon, es wird wieder wärmer werden. Nach Norden hin, selbst im norddeutschen Tiefland bis zu 25 Grad, noch ein bisschen kühler auf den Inseln bzw. direkt an der Küste. Im Süden teilweise schon 30 Grad und örtlich sogar mehr. Ja, das Gewitterrisiko ist erstmal gering bis ja quasi nicht vorhanden. Vielleicht so aus den Alpen heraus, direkt an der deutsch-österreichischen Grenze. Vielleicht schafft es da mal ein Hitzegewitter, ansonsten sollte es trocken bleiben.
Und am Freitag, da wird es dann noch wärmer, noch heißer werden. Wir sehen schon in großen Teilen des Landes Temperaturen von 30 Grad und mehr. Gerade nach Südwesten hin und auch bis hoch auf die Nordseeinseln wahrscheinlich Sommertemperaturen. Ja, und dazu gibt es halt ja sonniges Wetter, nachmittags mal wieder ein paar Quellwolken. Aber auch hier am Freitag, Nachmittag und Abend bleibt das Gewitterrisiko noch sehr, sehr gering. Ich habe mal ein Gewitter so im Südwesten mal dran gesetzt, so exemplarisch für alle Berge im Süden und Südwesten. Also wer so im Schwarzwald, Alpen, Bayerischen Wald unterwegs ist, der sollte mal vielleicht aufs Regenradar so Freitag, Nachmittag, Abend schauen, beziehungsweise gen Himmel, da könnte es mal ein lokales Wärme- oder Hitzegewitter halt geben. Aber für die allermeisten wird es auch am Freitag noch einen sonnigen und heißen Hochsommertag geben. Aber das Ganze, wie es so ist bei uns im mitteleuropäischen Sommer, wird sich halt ändern. Wenn wir nämlich auf den Samstag schauen, da ist nicht mehr viel mit Hochdruckgebiet. Das Hoch hat sich schon ja abgeschwächt und ist so Richtung Ostsee, Richtung Baltikum abgezogen. Und damit ist mal wieder der Weg frei für das nächste Tiefdruckgebiet, was sich verstärken wird. Und mit südlicher Strömung, das ganze südliche Strömung steilt nochmal auf. Und damit erreichen uns noch heißere und dann werden wir sehen, zum Sonntag auch zunehmend schwüle Luftmassen. Ja, wir sehen schon, die Kaltfront des zugehörigen Tiefs liegt noch so über den britischen Inseln, über der Biskaya, aber eine vorlaufende Konvergenz, die nähert sich schon von Frankreich, von Belgien, dann dem Westen des Landes an. Und die schauen wir uns noch mal ein bisschen genauer an. So Samstagabend, ich habe diese Konvergenz mal mit dieser gezackten Linie hier mal eingetragen, die dann halt von Westen her schon wieder aufzieht und so. Die Konvergenzen sind ja immer dann dafür da, dass sich hier dran halt Gewitter bilden können. Und so gilt es dann halt schon wieder Richtung Samstagabend die Blicke gen Westen zu richten. Denn die Wettermodelle, auch hier wieder das GFS und das ECMWF, deuten doch schon deutliche Signale für Gewitter an, die sich dann in den Abendstunden von Westen her, von Belgien, von Benelux her und von Frankreich her aufziehen können. Und die könnten dann durchaus auch schon wieder heftig ausfallen mit örtlichen Unwettern. Ja, ich habe hier auch mal ein paar Pfeile reingezeichnet. Das deutet also an, dass dann halt schon in der Nacht diese Gewitter weiter Richtung Landesinnere vorankommen könnten. Und vor allen Dingen, ja, umso früher sie reinkommen, umso heftiger können sie halt ausfallen. Und wie gesagt, auch örtliche Unwetter durch Starkregen, Sturmböen oder Hagel sind dann durchaus in Betracht zu ziehen. Alles Weitere werden wir uns so ein bisschen rantasten. Ja, wenn wir dann weiterschauen zum Sonntag, da ist halt die Frage, wie schnell kommt das Ganze voran? Wie ist es mit dem Timing hinsichtlich der Konvergenz bzw. der Kaltfront? Das ist noch so ein bisschen unsicher. Sehen die Wettermodelle noch ein bisschen unterschiedlich? Kann sich noch richtig Gewitterenergie aufbauen? Wir gucken hier mal auf die Niederschlagsmengen aus den beiden Wettermodellen, so für Richtung Sonntagnachmittag. Und da sehen wir schon noch so ein paar Unterschiede. Das ECMWF hat schon bis in den Osten des Landes diese Niederschlagsignale drin. Sieht erstmal relativ harmlos aus. Aber muss man sagen, es ist ein Globalmodell. Das erfasst halt vor allen Dingen diese Gewitterpeaks dann halt nicht so richtig. Aber es lässt schon das Ganze relativ schnell auch nach Osten vorankommen. Das GFS so ein bisschen zurückhaltender, nicht ganz so starke Signale und vor allen Dingen so Richtung Osten, Nordosten. Ja, da würde es sogar bis Sonntagabend trocken bleiben. Also das sind noch die Unterschiede und man muss halt auch abwarten, inwieweit halt es noch Osten hin noch einstrahlen kann, sich hier noch mal richtig Hitze aufbauen kann, beziehungsweise auch entsprechend Gewitterenergie. Das war jetzt das. Jetzt gucken wir uns noch mal eine Karte an. Was habe ich hier noch vorbereitet mit dem Gewitterpotenzial? So, jetzt habe ich den Faden wieder gefunden, den ich vorher verloren hatte. Man muss sagen, hinsichtlich Cape ist halt die Frage, was da noch an Einstrahlung zur Verfügung steht. Was wir an Zutaten schon so ein bisschen einordnen können, ist, dass wir es mit einer Lage, das gilt auch schon für den Samstagabend, aber auch für den Sonntag, nicht mit allzu hoher Windscherung zu tun haben. Das heißt, so hinsichtlich potenzieller Superzellen ist das wahrscheinlich eher so eine Lage, die nicht so markant auftritt. Aber was wir haben, es ist eine sehr, sehr schwüle Luftmasse, sehr feuchte Luftmasse. Wir sehen das hier auf der rechten Seite mit dem atmosphärischen Niederschlagswasser. Sehr hohe Werte, vor allen Dingen dann im Osten des Landes und damit wird es halt auch drückend schwül werden. Der Sonntag, Samstag werden wir gleich sehen, zwar sehr große Hitze, aber wahrscheinlich noch nicht die Schwüle. Die kommt dann in der Nacht zum Sonntag bzw. dann am Sonntag im Osten an. Was bedeutet das für mögliche Gewitter? Vor allen Dingen hinsichtlich Starkregen kann es zu Sturzfluten kommen, wenn sich richtig heftige Gewitter bilden. Dann sind große Wassermassen möglich, dann sind auch Überflutungen und entsprechende Überschwemmungen möglich.
Jetzt gucken wir noch mal auf einen Trend für Samstag und Sonntag. Zuvor, bevor ich es gleich vergesse, die Nächte werden natürlich auch sehr warm werden. Das heißt auch wieder Tropennächte, Nacht zum Samstag, Nacht zum Sonntag sind möglich. Am Samstag erstmal noch ein heißer Tag mit Temperaturen von deutlich über 30 Grad. Gerade so Richtung Südwesten, Oberrhein, Nordbaden, Rhein-Main-Gebiet, Mosel, Saar, vielleicht sogar 34, 35 Grad. Dazu sollte es nach Stand jetzt den Tag über noch sonnig und trocken bleiben. Wie gesagt, abends dann Richtung Westen schauen, was sich da tut, Richtung Belgien, Richtung Frankreich. Da könnten sich dann erste schwere Gewitter anbahnen, die sich dann in der Nacht zum Sonntag schon allmählich weiter Richtung Landesmitte ausbreiten könnten. Und dann, wie gesagt, die Frage, was am Sonntag passiert. Kann sich im Osten noch mal große Hitze aufbauen mit Temperaturen über 30 Grad? Dann kann es hier entsprechend natürlich im Laufe des Tages ordentlich krachen. Unwetter wären möglich. Nach Westen hin das Ganze schon so ein bisschen entspannter, nicht mehr ganz so heiß wie am Samstag. Temperaturen würden zurückgehen, auch hier nicht mehr die ganz große Energie. Das heißt, hier könnte später sogar aufheitern und sich insgesamt auch beruhigen. Wie gesagt, das sind noch die Unterschiede, Temperaturen und Gewitterpotenzial noch so ein bisschen fraglich. Das war es dann aber wahrscheinlich auch mit der großen Hitze. Denn wenn wir im weiteren Verlauf mal gucken, Temperaturen werden zurückgehen, Hitze wird abgedrängt. Ich habe mal noch eine Karte rausgesucht für die Mittwoch nächster Woche. Es deutet sich so ein bisschen eine Trog-Keil-Struktur an. Wir so ein bisschen eher wahrscheinlich so in dem Trog drin, der Keil so westlich von uns. Das bedeutet so eine westliche, nordwestliche Strömung. Also erstmal wahrscheinlich keine große Hitze mehr. Eher so gemäßigte, durchschnittliche, vielleicht sogar ein bisschen unterdurchschnittliche Temperaturen und von Westen her dann durchaus immer mal der ein oder andere Tiefausläufer da reinkommen könnte. Also eher so dieses wechselhafte mitteleuropäische Sommerwetter. Kein stabiles Sommerhoch dann erstmal im weiteren Verlauf zu verzeichnen. Das liegt wahrscheinlich eher westlich von uns und zu weit weg, als dass wir davon profitieren könnten. Das war's von mir. Wahrscheinlich war es erstmal das letzte Video von mir. Ab Freitag bin ich im Urlaub, aber der Fabian ist ja da. Der wird euch auch in der Zukunft dann mit Videos und allem Livestream, möglichen Livestreams versorgen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.